Es brennt! Isabel, schnell schnapp dir den ganz flüssigen Primer, trage ihn auf dein ganzes Gesicht auf, um das Feuer zu löschen. Puh, das war knapp. Deine restliche Base darfst du jetzt nur noch mit einem roten Schwarm und rot, gelb oder orangenen Produkten machen. Das wird nämlich ein Look zu dem neuen Disney-Film Elemental. Und welches Element bist du wohl? Natürlich Feuer. Als nächstes greifst du deinen Augenbrauenstift und damit er gut malt, kannst du ihn ja so ein bisschen anbrutzeln. Schmink dir deine Augenbrauen wie gewohnt und wir kommen zum Lidschatten. Und zwar will ich, dass du auf beiden deinen Augen Flammen malst. Ganz innen gelb, dann ein bisschen orange und dann rot. Aber nicht draufgreifen. Achtung, heiß! Hast du einen roten Eyeliner oder einen Eyeliner mit rotem Packaging, dann darfst du den jetzt auch verwenden. Wenn nicht, dann Pech gehabt. Dasselbe gilt übrigens auch für Mascara. Dann hätte ich gerne noch richtig dramatische, feurige Wimpern. Bei den Lippen musst du alle deine Lippenstifte mit roten, orangen oder gelben Packaging in einen Sack reinwerfen. Durchshaken und eine Farbe ziehen und die musst du natürlich auftragen. Auf Instagram findet ihr übrigens ein Foto und eine Verlosung mit dem Look. Und dann dachte ich mir, um das ganze Feuer auf deinem Gesicht zu löschen, tunkst du deinen Kopf in Wasser ein und das ist dein Setting Spray. Na, wie findet ihr den feurigen Look?